rein. Durchgehen aus. Gaxas. Engelmann. 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 Rot-Weiß Oberhausen am 34. Spieltag der Regionalliga West. Ein Duell, was auf dem Papier nicht eindeutiger sein könnte. Homberg abgeschlagen letzter, während Oberhausen auf Tabellenplatz 3 immer noch Chancen auf den Aufstieg hat. In der 9. Spielminute allerdings die erste Chance der Partie auf den Seiten der Gastgeber. Allerdings fehlt dafür einen Torerfolg noch einiges. In der 16. Spielminute melden sich die Gäste aus Oberhausen das erste Mal so richtig an. Durch diesen Kopfball von Nico Klaas. Allerdings verhindert eine Glanzparade von Philipp Gutkowski die Führung für die Kleeblätter. In der ersten Halbzeit Oberhausen, die spielbestimmende Mannschaft, aber ohne wirkliche Chancen. Eine der wenigen Chancen hat Sven Kreier. Allerdings zielt der beste Torjäger von Oberhausen deutlich zu hoch. In der zweiten Halbzeit kommt Oberhausen besser aus der Kabine. Und dieser Hammer von Anton Heinz eröffnet die Partie aber so richtig. 1:0 für das Team von Mike Terranova. Und das ist verdient. Zum Ende der Partie. Homberg wirft alles nach vorne. Aber dieser Abschluss hier von Pascale Talarski ist das gefährlichste. Und somit endet die Partie mit Homberg 0, Oberhausen 1.